Hey Leute, hier ist euer GrimLP und es beginnt eine neue Art von Let's Play. Das Let's Play Microsoft Flight Simulator X mit der Katana 4X. Ja, ich habe seit längerer Zeit, seit über einem Monat glaube ich, kein Video mehr aufgenommen und auch sehr lange keins hochgeladen. Der Grund dafür war, dass es mir aus privaten Gründen nicht besonders gut gegangen ist. Aber jetzt geht es wieder und ich kann wieder Videos aufnehmen, wie ihr vielleicht an meiner Stimme hört. Ich bin erkältet. Es ist ja Winter und meine alljährliche Winterverkältung hat natürlich seine Anwesenheit preisgegeben. Oder, ja, jetzt habe ich einen Blödsinn geredet, ist ja egal. Ja, jetzt werdet ihr euch denken, was seht ihr hier am Bildschirm? Das ist ein Airbus A318 von Condor. Der hier. Allerdings ist das nicht unser Flugzeug, wie ihr schon am Videotitel erkennen könnt, weil wir mit einer Katana fliegen. Bevor ich euch jetzt diese Katana zeige... Wartet mal kurz, ich muss mein Handy holen wegen der Stoppuhr. Kurzen Moment, ich lasse euch dabei sogar dran, sondern lege nur das Headset weg. Bitte kurzen Moment. So, ich bin wieder präsent. Habe mein Handy geholt und vorher muss ich ein bisschen was erklären. Ich habe mir ein paar zusätzliche Add-ons gekauft. Ich habe mir mehrere gekauft, als ich jetzt aufzähle, aber diese zwei werden in diesem Flug verwendet. Als erstes die Katana 4X. Das ist ein kleines Flugzeug für die Buschfliegerei. Katana ist ein österreichisches Flugzeug. Das habe ich mir gekauft. Das kostet, glaube ich, 20 Euro oder so. Und die German Airfields 9 Nordbayern. Das heißt, das sind viele, also um genau zu sein, 14 kleine Flugplätze, also Plätze, nicht große Flughäfen, beinhaltet. Und ja, die sind halt dann schön dargestellt. Und heute habe ich mit euch, oder heute will ich mit euch, mit der Katana, das, die werdet ihr dann gleich sehen, von EDFZ, das ist Aschaffenburg, nach EDFW Würzburg fliegen. So, mich hindert jetzt nichts mehr daran, euch die Katana zu zeigen. Das ist die Katana. Wie gesagt, ein österreichisches Kleinflugzeug, was nicht allzu schwer zu erkennen sein wird, dass es ein Kleinflugzeug ist, hat da vorne einen Propeller und keine zwei Triebwerke, ist auch nur für zwei Personen. Mit so einem Flugzeug sind wir, also mit so einem nicht, sondern mit einer Cessna, sind wir auch schon ganz am Anfang meines Flugsimulator-Let's Plays in den Flugstunden geflogen. Jetzt fliegen wir eine Katana. Um genau zu sein, ist das eine Katana DA-20-100 mit dem Kennzeichen Delta Echo Triple Kilo. So, bevor ich jetzt lang herumrede, zeige ich euch mal die Features des German Airfield Aschaffenburg. Ja, also ich habe mir das natürlich, bevor ich es mir gekauft habe, angeschaut. Da war wirklich nur diese Landebahn.
auch ohne diese kleinen Hütchen und die Rollwege. Und da hinten sind Segelflugzeuge abgestellt. Da hinten ist eine Tankstelle mit einem Restaurant. Da fahren Autos und viel mehr. Ist echt schön, hat man 14 kleine Flugplätze und 2 Regionalflughäfen dabei. Entschuldigung, das nächste Mal, wenn ich husten muss, schalte ich lieber das Mikrofon ab. So, ich zeige euch die Katana mal von innen. Ja, die ist wirklich wunderschön gelungen. Ist ein Produkt von Aerosoft, wieder Airbus X Extended. Wieder Airbus. Wunderschön gelungen, muss ich sagen. So, man kann das hier auf- und zuschieben. Aber man kann... Und man kann auch, wenn man diese 2 roten Häkchen nach hinten zieht, die Kuppel öffnen. Die geht in dem Fall so auf bei diesem Flugzeug, weil es ein Tiefdecker ist. Das heißt, die Tragflächen sind unten. So, das Flugzeug befindet sich im Cold and Dark Zustand. Ich will jetzt aber gar nicht lang herumreden und euch das erklären. Ich mache meine Videos einfach, weil es mir Spaß macht und ich will euch, es ist kein Tutorial und ich will euch das nicht lange erklären. Dann nimmt man mal den Cursor und steckt den Schlüssel ins Schlüsselloch. Dann macht man hier die Batterie an. Dann kommen die ersten Instrumente und bewegen sich. Dann machen wir den Avionik-Hauptschalter an. Der ist für diese Instrumente. Dann drehen wir das GPS hoch. Ich habe da schon einen Flugplan eingegeben. Drehen dann ja das Funkgerät ein und stellen den Transponder auf Standby. So, dieses nette Buch hier können wir mit einem Klick weglegen und ja, wie aus Geisterhand legt es sich da dann hin. Dann machen wir die Position Lights und die Strobe Lights ein, können jetzt die Kuppel schließen, damit mir das Video nicht so lang dauert. Ich werde wahrscheinlich daraus eh mehrere Videos machen. So, dann schließe ich das. Und da habe ich dann die Route eingegeben. Dann schauen wir uns hier mal diese Engine Instruments an. Das hier ist die Propellerverstellung, das heißt die Drehzahl des Propellers, beziehungsweise das auch. Das ist der Öldruck, der muss im grünen Bereich sein, damit wir starten dürfen. Jetzt ist er natürlich ganz unten, weil der Motor nicht läuft. Die Öltemperatur muss im grünen Bereich sein. Das ist die Batterie, die ist im grünen Bereich. Und die Zylinderkopftemperatur ist natürlich auch ganz unten, weil der Motor auch nicht läuft. Und das ist unser Treibstoff. Die Türen sind verriegelt. Dann ziehe ich das noch zurück. Das ist die Propellerverstellung. Ich weiß nicht, jetzt seht ihr es gar nicht, weil da... Aber die Propellerblätter drehen sich dann. Das heißt, die... Schaut euch das jetzt an. Und schaut euch das jetzt an. Also, hier drin wird das dann ein bisschen gedreht, der Propeller. Es ist schwer zu erklären, aber es ist so. Ja, das soll ein Parkplatz sein hier. Das sind alles Parkplätze hier in Aschaffenburg. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ich habe mir die Rechtschreibung nie so gut angeschaut. Man kann sogar das hier bewegen, den Strahl. Aber ich starte dann einfach mal den Motor. Dazu machen wir hier unten den Treibstoff. Ach so, der war offen. Den Treibstoffhahn. Und dann machen wir die Kraftstoffpumpe an. Und dann drehen wir da. Und der Motor läuft. Mir ist mein Headset gerade ein bisschen zu leise. Ich höre den Motor kaum. So ist besser. Ihr hört auch die ganzen Vögel, die zwitschern. Das ist auch beim German Airfields dabei. Ich mache mal die Rollscheinwerfer an. Und jetzt ist das bei der Katana so.
dass sie, also das Seitenruder ist hier unten, das bewegt sich auch. Jetzt habe ich schon mit dem Finger auf den Bildschirm gedeutet. Aber das ist bei der Katana so. Ich löse mal die Parkbremse und roll mal langsam los. Das ist bei der Katana so, dass durch das Seitenruder nicht das Rad vorne bewegt wird. Wenn ich hier hinten das Seitenruder betätige, bewegt sich das Rad vorne nicht viel. So muss ich jetzt Seitenruder und dann bremsen und dann bewegt sich durch die Differentialbremsen erst das Rad. Das ist in der echten Katana natürlich auch so. Da ist das noch ein bisschen komplizierter. Da ist es, wenn ich nach links rollen muss, muss ich links bremsen. Natürlich links Seitenruder geben und links bremsen. Und umgekehrt. Ich bin natürlich schon mitgeflogen mit einer Katana. Keine Frage, ich kenne dieses Flugzeug. Das ist genau wie in echt. Und man hat für die Klappen, dieser Bereich sind die Klappen, da hat man keine Klappenstellungen bzw. gerade, sondern nur die Takeoff-Config und die Landing-Config. Dann mit einem Rechtsklick stellen wir das auf die Takeoff-Config, dann können wir hier auch sehen, die Klappen sind ein Stück ausgefahren. Auch diese Rüttler vom Cockpit sind schön dargestellt durch die Katana. Ich rolle jetzt mal zur Landebahn. Hier sehen wir die schönen German Airfields. Hier die Tankstelle, hier hinten, was weiß ich, was das sein soll. Dann hier, wo die Sonnenschirme stehen, ist ein Restaurant. Man hört jetzt auch Bohrmaschinen. Wirklich, die Katana kann ich höchstens empfehlen, wer Kleinflugzeuge sucht. So, das ist jetzt Bremsen. Ihr seht es auch hier unten in der Ecke, wann ich bremse. Immer ein bisschen Gas geben. Schmale Rollwege, aber ist ja nur für Kleinflugzeuge gedacht. Und wir haben ausnahmsweise eine Asphaltlandebahn, die es recht selten gibt bei den German Airfields, wobei es Graslandebahnen auch in wobei es eine Asphaltlandebahn in Würzburg auch gibt, wo wir jetzt hinfliegen werden. Schauen wir nochmal. Alles in Ordnung. Ich mache jetzt die Landescheinwerfer ein und die Taxi. Lights off. Entschuldigung, ich muss husten. Ja, ich bin wieder da, habe mich ausgehustet. Ich hoffe, ihr hört mich. Ich muss mich vergewissern. Ja, das Mikro ist tatsächlich an. Und starte war. Ach so. Genau, die Engine-Instrumente nochmal überprüfen. Genau, die Öltemperatur ist auch im grünen Bereich, der Öldruck auch, die Zylinderkopftemperatur ist auch gut. Das ist alles gecheckt. Das heißt, wir können starten. Ich kann euch nochmal die Landescheinwerfer zeigen, die befinden sich hier außen. Innen sind die Rollscheinwerfer. Dann machen wir mal den Line-Up von außen. Nur mit Seitenruder passiert nichts. Füge ich aber die Bremsen hinzu, dreht das Flugzeug ein. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ist halt so bei der Katana. So, damit ich euch jetzt noch zeigen kann, was diese Propellerverstellung für einen Sinn hat. Normal startet man nämlich mit voller und jetzt ist sie ganz unten. Deswegen gebe ich jetzt mal Gas, wenn sie ganz unten ist. Vollgas. Beschleunigt sehr langsam. Und wenn ich das jetzt hinzufüge, beschleunigt sie sehr schnell. Und wenn wir hier ca. 50 Knoten erreicht haben, das ist jetzt, kann ich auch schon abheben, bleib aber noch sehr tief, um nochmal schön die German Airfields anzusehen. Und gehe jetzt in den Steigflug.
fliegt sich wirklich sehr gut. Kann ich wirklich nur empfehlen, die Katana. Sie kippt automatisch ein bisschen nach links, weil man auch im Menü der Katana das Gewicht des Piloten angeben kann. Und jetzt nur ein Pilot vorhanden ist, drinnen sitzt. Und deshalb kippt sie immer ein bisschen nach links. Soll uns jetzt aber nicht weiter stören. So, wir fliegen voraussichtlich 28 Minuten. Das wird sich aber noch ändern, wenn wir dann auf Reiseflughöhe sind. Das ist 2000 Fuß bei uns. Da sind wir nämlich dann schneller. Da fliegen wir dann 100 Knoten. So, dann fahre ich mal die Klappen ein. Da werden wir auch schon mal ein bisschen schneller. Ich kann schon mal eindrehen auf unsere magentafarbene Linie. Wir steigen ziemlich viel, sehe ich hier am Variometer. Schön behutsam mit meinem Joystick. Dieses Flugzeug hat, glaube ich, keinen Autopiloten, bis auf wenn man hier drückt. Ich habe es noch nie ausprobiert. Ich glaube, dann halte da die Höhe, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube es zu wissen, will ich aber in diesem Flug gar nicht ausprobieren, falls es daneben geht. So, wir haben jetzt 2000 Fuß erreicht. Jetzt nimmt man die Propellerverstellung circa auf halb zurück. Lasst den Schub aber Vollgas. Und jetzt hat er schon heruntergerechnet auf 18 Minuten die Flugzeit. Hab nur gerade wieder husten müssen. Ja, das ist die Katana. Die gibt's in ganz vielen verschiedenen Malungen. Da hinten sieht man nochmal unscharf Aschaffenburg. Das ist in der Nähe von Frankfurt, erstaunlicherweise. Habe ich mich auch gewundert, warum das dann denn noch zu Nordbayern gehört. Aber es ist ja Frankfurt in Hessen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Ich bin ja kein Deutscher. Und ich habe was ganz Wichtiges vergessen vor dem Start. Ich müsste ja den Transponder einschalten. Habe ich ganz vergessen. So, versuche ich schön die Höhe zu halten. Jetzt hat er schon heruntergerechnet auf 15 Minuten. Jetzt versuche ich mal wieder ganz unbrav während dem Flug mein Handy zu bedienen, weil ich nachschauen will, wie lange ich aufnehme. 17 Minuten, sagt es mir. Das heißt, ich kann noch ein bisschen aufnehmen. Ja, hier schön die bayerischen oder die hessischen Wälder und Felder und das Hügelland. Natürlich sind wir nicht so schnell wie der Airbus. Wir fliegen jetzt nur 107 Knoten. Der Airbus fliegt 300 Knoten. Jetzt ruckelt es extrem. Ich muss kurz den Flugsimulator pausieren und ihn sich erholen lassen, wie ich das immer mache oder nenne. Jetzt soll es wieder einigermaßen flüssig gehen.
Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bewundere hier die Landschaft. Ich habe jetzt einfach mal Sommer und schönes Wetter eingestellt für den nächsten Flug von Würzburg nach Straubing. Ist der, glaube ich, das ist ein längerer Flug. Da könnt ihr mir dann in die Kommentare schreiben, was ich für Wettereinstellungen treffen soll. Ich bin für Kommentare immer offen. Ich habe jetzt eigentlich vor, in das Let's Play nach und nach. Was ist jetzt los? Ich höre auf einmal Triebwerksgeräusche. Das bedeutet normal nichts Gutes. Ich sehe aber nichts. Seltsam. Jetzt ist es wieder weg. So, ich folge immer am GPS der magentafarbenen Linie. Und die Geschwindigkeit ist auch gut. Ich habe zwar Vollgas, aber die Propellerverstellung nur auf halb. Diese Berge da vorne können wir so nicht überfliegen. Aber weil ich diese Route in 2000 Fuß schon mal geflogen bin, kenne ich einen guten Trick. Den zeige ich euch noch in diesem Video. Und dann würde ich sagen, ich beende das Video und wir fliegen dann im nächsten Video weiter. Das ist jetzt die Standard-Flugsimulator-Szenerie. Es gibt ja so, es gäbe ja so ein Ultimate Terrain Europe. Das würde dann die Landschaft ein bisschen verschönern, aber das ist die Standard-Szenerie und ich finde sie auch ganz schön. Reißbar, reißbar. So, wie es vielleicht meinen Geheimtrick schon erkennt, ich fliege schnurstracks auf eine Autobahn zu und diese Autobahn drängt sich durch den Hügel und da kann ich dann gut über der Autobahn zwischen den Hügeln durchfliegen, ohne steigen zu müssen. Das ist mein Geheimtrick. Ich versuche jetzt mal ein bisschen weiter zu sinken, direkt über die Autobahn, damit wir dann schön zwischen den Bergen sind, was ein herrliches Panorama verleiht. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Hier der Berg und hier der Berg. Herrliches Panorama. Mal von außen. Autobahn, Berg, Katana. Diese Katana von Aerosoft finde ich wirklich wunderbar simuliert. Man hat sogar im Landeanflug, bekommt man hier auf die Scheibe sogar Mücken und Fliegen. Das sind dann solche Flecken, solche Blutflecken, solche kleinen, wie in der echten Fliegerei auch. Bin ja schon das ein oder andere Mal mitgeflogen. In so einem kleinen Buschflugzeug. Und nachdem ich euch meinen Geheimtipp jetzt verraten habe, beende ich das Video. Hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Bis zum nächsten Mal. Ich drücke derweil auf Pause. Für mich geht es ja gleich weiter. Ich nehme das am Stück auf. Aber zu euch sage ich, bis zum nächsten Mal. Freut euch drauf. Die Katana ist wirklich ein wunderschönes Flugzeug, wunderschön simuliert. Und ja, bis dann, euer Gulmelepi.